Hallo, hier ist Markus Rapp. Ja, heute möchte ich vier ganz herzliche Einladungen aussprechen für alle, die im Großraum Berlin oder Brandenburg wohnen oder selbst wenn du im deutschsprachigen Raum bist, wir kriegen immer wieder Besucher aus Deutschland, Schweiz, Österreich. Ich möchte dir vier interessante Veranstaltungen mitteilen von der Gemeinde Neues Leben Berlin, wo du herzlich eingeladen bist. Gib doch ein Like für das Video, damit es sich auf YouTube verbreitet und abonniere meinen YouTube-Kanal auch immer wieder für inspirierende und lehrreiche Predigten und auch weltanschauliche Videos. Also diese vier Veranstaltungen haben wir einen Gastsprecher, einen sehr spannenden Film, Frauenfrühstückstreffen und Open-Air-Evangelisation. Ich will diese Veranstaltung mit euch einmal durchgehen und vorstellen. Wir hatten jetzt unseren ersten Open-Air-Gottesdienst vor einer Woche am Sonntag draußen im größten Park von Hohenschönhausen und es war wirklich voll. Unsere Sitzplätze waren voll, unsere Pavillons und ich habe dort über das Thema gepredigt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Was muss ich wissen, um in den Himmel zu kommen? Und wir müssen wissen, dass der Preis für die Vergebung unserer Sünden und das ewige Leben bezahlt worden ist durch Jesus Christus, Gottes Sohn, der am Kreuz gestorben ist als unser Ersatzopfer, als das Lamm Gottes zur Vergebung unserer Sünden. Ich habe darüber gepredigt, die Tür in den Himmel ist Jesus. Und viele Menschen haben sich an dem Tag für Jesus entschieden. Schau dir doch meine Predigt hier auf dem YouTube-Kanal an. Und es war eine wirklich zu Herzen gehende Predigt. Ich habe viel gutes Feedback bekommen. In vier Schritten habe ich darüber geredet, wie wir in den Himmel kommen. Unser nächster Open-Air-Gottesdienst ist am 16. Juni, Sonntag, ab 14 Uhr. Ab 11 Uhr bauen wir schon auf mit unserem Team. Wir haben unsere Band dort, ein Chor und wir haben einen vollen Gottesdienst von 14 Uhr bis 15.30 Uhr und danach haben wir Kaffee und Kuchen und dann auch noch ein Fest anschließend mit einem Live-Programm unseres Chors. Also sei dabei, hilf uns mit, auch Neue Testamente, christliche Literatur weiterzugeben und mit Menschen auch zu beten. Eine weitere Veranstaltung, die wir haben werden, ist einer meiner Lieblingsfilme. Und das ist der Film Freedom Writer mit Hilary Swank, die zweifache Oscar-Gewinnerin ist. Ein ungeheuer spannender Film, eine wahre Geschichte von der Lehrerin Erin Gruvell in Los Angeles in den 90er Jahren, wo es heiße Kriege zwischen Gangs gab, wo Kinder und Jugendliche sich regelmäßig gegenseitig umgebracht haben. Und sie hat die Idee, dass sie diese Leidensgeschichten der jungen Menschen aufschreiben lässt, deswegen Freiheitsschreiber. Und als sie diese traumatischen Erlebnisse liest, kommt sie auf eine Idee und sie bekommt eine Strategie, wie sie eine Revolution in die Klassenzimmer bringen kann. Ich glaube, das hat große Relevanz, dieser Film für Deutschland, auch für Berlin. Aus sozialer Unruhe, die wächst, und Gewalt, die wächst in den Schulen, wirklich Frieden zu schaffen in Schulen. Und all diese Kinder, die sonst niemals die Highschool auch nur abgeschlossen haben, schließen die Highschool ab und studieren. Also ein ganz zu Herzen gehender Film. Sei herzlich eingeladen, am 11. Mai, diesen Samstag, dabei zu sein. Wie gesagt, ein unglaublich aufrüttelnder Film. Am 12. Mai haben wir als Gastsprecher Kurt Bodenmann aus der Schweiz, ein befreundeter Pastor. Er hat einen internationalen Dienst, wo immer wieder viele spektakuläre Heilungen passieren, Körper, Seele, Geist. Wir beten ja auch immer wieder für Heilung, erleben Wunder, weil Jesus hat den Preis bezahlt für Heilung. Also sei dabei, wir haben am 12. Mai Sonntag in der Gemeinde Neues Leben ab 11 Uhr Kurt Bodenmann dabei und er wird lehren über das, was uns in Christus gehört und dann eben wird es auch Raum geben für die Gegenwart und Kraft Gottes, wirklich Heilung zu wirken. Eine weitere Sache, die wir zum vierten Mal durchführen, ist unser Frauenfrühstückstreffen. Und das ist am 8. Juni von 10 bis 13 Uhr. Sei dabei als Frau, ist nur für Frauen. Und das Thema wird diesmal sein, die Rolle der Frau. Meine Frau Suni leitet das. Also was ist das Verständnis aus Gottes Sicht über die Aufgaben und die Rolle der Frau? Wie können wir unsere
Gaben einsetzen, um die Gesellschaft zu verändern und wirklich Verantwortung zu übernehmen für Kinder, Jugendliche, auch für eine gute Ehe. Unser Brunch ist immer fantastisch, wie ein Vier-Sterne-Hotel, und es ist immer ein sehr, sehr großer Segen, diese Veranstaltung zu haben. Also sei doch bei diesen Veranstaltungen dabei. Open-Air-Evangelisation, wie gesagt, am 16. Juni, schreib es in den Kalender ein, hilf uns mit, es lohnt sich wirklich. Und dann haben wir, wie gesagt, auch hier den Film Freedom Writer, ein Gastsprecher am kommenden Sonntag und Frauenfrühstückstreffen. Abonniere doch auch meinen YouTube-Kanal, damit du künftig keine Videos verpasst. Ich werde immer wieder gesellschaftsrelevante Videos bringen, auch politische Videos, weil Wahrheit zählt. Als Jesus vor Pilatus stand, fragte dieser, warum er vor Gericht steht. Und Jesus sagte, ich bin gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzugeben. Und die Wahrheit ist, dass jeder Mensch ein Sünder ist und dass wir einen Retter brauchen. Und dieser Retter, Jesus Christus, stand vor Pilatus. Er hat die Wahrheit gelehrt, wie wir richtig leben, wie wir Kindern Würde geben und christliche Werte und Wahrheiten lehren. Also abonniere meinen YouTube-Kanal, damit du auch keine gesellschaftsrelevanten Videos verpasst. Unterstütze auch gerne unsere Medienarbeit durch eine Spende. Das geht auch in unsere Evangelisation, die uns immer einige tausend Euro kosten. Jetzt hatten wir ja gerade eine, am 16. Juni die nächste. Und wir wollen jeden Monat bis Oktober eine Open-Air-Evangelisation machen. Schreib mir gerne eine E-Mail an info@neuesleben.berlin und ich freue mich, von dir zu hören. Ich bemühe mich, jede E-Mail so schnell wie möglich zu beantworten. info@neuesleben.berlin. Danke für jede Spende. Das fließt in unsere evangelistische Arbeit und in unsere Medienarbeit. Also besuche uns in Gemeinde Neues Leben Berlin an diesem Wochenende zum Filmnachmittag oder eben auch zu unseren Gottesdiensten sonntags immer um 11 Uhr. Gottes reichen Segen.